Stimme habe ich langsam wiedergefunden. 27-26 in Wilhelmshaven. Ja, Rioske! Oh, oh, oh. Wahrscheinlich der Bus. So, andere Richtung. Ah, okay. Okay, ja, Ultra Stocker. Nee, kommen wir wieder zurück. Ja, unfassbares Spiel, unfassbare Schlussphase vor allem. Was geht da in einem vor? 9 Tore Führung, am Ende dann Ausgleich und dann das Happy End. In letzter Sekunde, sprichwörtlich. Ja, klar, also direkt am Spiel ist man natürlich erstmal sprachlos und einfach froh, dass man die 2 Punkte im Sack hat, gerade nach der langen Auswärtsfahrt, nach den Strapazen. Und ja, klar, ich meine, man hat halt wieder gesehen, dass man eben das Spiel 60 Minuten geht und nicht 40 oder 45. Und ja, klar, ich meine, so eine Schwächephase ist immer scheiße. Und ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt in Worte fassen soll. Hauptsache unterm Strich die 2 Punkte, das ist, denke ich, das, was heute wichtig war. Eben, dann dürfen wir mal eingehen auf die ersten 40 Minuten, die waren ja richtig klasse. Aus deiner Sicht, was war da so besonders stark, dass ihr da Wilhelmshaven teilweise an die Wand gespielt habt, mit 9 Toren geführt habt? Ja, wir sind hinter überragend gestanden, habe es in der Abwehr von Anfang an reingefunden. Und dann noch ein Konstantin hinter dem Tor, der überragend Kurve hat. Und ja, dann sind wir die 40 Minuten echt kompromisslos Tempo gegangen, habe da unser Tor gemacht. Und ja, ich sag mal, dann habe ich hier eigentlich kein Mittel gegen uns gefunden. Und dann sind wir so ein bisschen eingebrochen, habe so fahrlässige Fehler gemacht, individuelle Fehler. Und ja, die habe eben dann zum Schluss dann auch uns, oder hätte uns fast das Genick gebrochen. Aber wir haben dann zum Glück nochmal eine Spur gefunden und zum Schluss dann die Oberhand behalten. Das war dann ganz wichtig. Ja, überrascht dich das, dass im Vergleich jung gegen alt, ältestes Team der zweiten Liga im Durchschnitt gegen eines der jüngsten, dass die Jungen dann die Nerven behalten in so einer Phase und das Ding noch nach Hause bringen? Ich sag mal, klar, eigentlich soll es andersrum sein, aber ich sag mal, wir waren von Anfang an und über die 60 Minuten immer Feuer und Flamme und hochmotiviert dabei. Und klar, ich glaube, wir haben ja schon öfters gezeigt in der Saison, dass wir auch die Knabberspiele für uns entscheiden können. Wir haben ja schon 2-3 Mal mit einem Tor gewonnen. Und ja, das macht dann auch natürlich, hat man dann sowas im Hinterkopf, dass man solche Spiele schon öfters für sich entschieden hat. Und klar, im Endeffekt gibt es dann auch schon mal einen Schub dann die letzten paar Minuten. Jetzt, weil es so brutal emotional war heute, lass uns mal teilhaben an deiner Gefühlswelt. Was geht da in einem Spieler vor? Erstens, wenn der Gegner dann so rankommt, so zurückkommt, die Halle nochmal kommt und dann, wenn es am Ende doch funktioniert und man den Sieg hat? Klar, natürlich, wenn man mit 9 da vorne ist, dann hat man ein sehr beruhigendes Gefühl während des Spiels. Aber man schaut halt immer noch auf die Anzeigetafel und sieht, es geht halt immer noch 20 Minuten und wenn halt dann so eine Mannschaft wie Wilhelmshaven dann mal ins Rollen kommt, dann die Halle, die voll oder angehend voll war, dann auch noch mitspielt, dann kann natürlich dann so ein Spieler wieder kippen. Und natürlich dann, als es dann 26 stand, fangen wir dann an zu überlegen. Und ja, aber nach dem Siegtor vom Schlauch dann war dann einfach so freier Fall, dann war einfach, hat es überwiegt, dass einfach die Freude über den Sieg. So, und jetzt ist auch gar nicht mehr so schlimm, dass die Fahrt so lange dauert, oder? Dann hat man jede Menge Zeit, das zu genießen. Nee, jetzt kommt natürlich die 10-12 Stunden Fahrt, kommen uns jetzt so gut. Das haben wir, denke ich, eine angenehme Rückreise, ja. Ja, dann viel Spaß, Vollgas, Chris. Werden wir haben, danke.